Der Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie besagt, jede natürliche Zahl n größer gleich 2 besitzt eine vielleicht bis auf die Reihenfolge der Faktoren, bis auf die Faktorreihenfolge eindeutige Primfaktorzerlegung. Gibt nur eine, Highlander. Es kann nur eine geben. So, und jetzt beweisen wir das. Jetzt lehnen Sie sich zurück. Es folgt jetzt eine halbe Stunde Mega-Beweis. Versuchen Sie mal Schritt für Schritt mit nachzuvollziehen. Ich werde mich orientieren am Buch von Gorski und Müller-Philipp. Es steht alles da drin auch, können Sie nachlesen später nochmal. Ne? Vielleicht möchte ich Sie auch gleich beruhigen. Ich werde Sie diesen Beweis komplett niemals in der Klausur abfragen. Komplett, genau. Vielleicht so einen kleinen Teilbeweis, ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen. So, jetzt geht's los. Wenn noch jemand aufs Klo will, bitte jetzt gehen. Okay, wir beginnen aber mal. Wir brauchen erst nur eine andere Kleinigkeit. Bevor wir mit dem Beweis dieses Satzes beginnen können, brauchen wir erst nochmal eine andere Kleinigkeit, nämlich den Satz vom kleinsten Teiler. Klingt irgendwie goldig, gell? Satz vom kleinsten Teiler. Der Satz vom kleinsten Teiler. Der Satz vom kleinsten Teiler besagt Folgendes, sei n-Element n ohne die 1, also wir nehmen wieder nur Zahlen größer gleich 2, der kleinste Teiler d von n ist eine Primzahl. D größer 1 von n ist eine Primzahl. Natürlich ist der insgesamt kleinste Teiler immer die 1, wenn man von der Teilermenge ausgeht. Ja? Also wir gehen davon aus, dass wir jetzt erstmal nur die Teilermenge betrachten, denn natürlich dieser Zahl n. Und das kleinste Element in dieser Teilermenge, außer der 1, das nächstgrößere, ist eine Primzahl. Vielleicht sollten wir hinschreiben, um es deutlich zu machen, d aus den natürlichen Zahlen mit d größer 1.
Jetzt müssen Sie wieder Ihren Tippex-Roller rausholen oder sowas, ja? Ich verrate Ihnen was, Sie brauchen das überhaupt nicht mitschreiben. Das steht in Ihrem Buch. So oder so ähnlich. Ja? Konzentrieren Sie sich lieber. So. Okay, betrachten wir mal, also Beweis, ja? Betrachten wir mal die Teilermenge von n. Ohne die 1. Die Teilermenge von n ohne die 1. Jetzt müssen wir erstmal sicher gehen, dass es da überhaupt noch einen weiteren Teiler drin gibt. Gibt es überhaupt einen kleinsten Teiler außer der 1? Also einen nächstgrößeren. Was meinen Sie? Ist denn die Menge TA ohne die 1 leer? Das ist die Frage. Ja? Bitte? Kann gar nicht leer sein, weil es durch sich selbst nicht leer ist. Genau. Weil was? Weil es durch sich selbst auch nicht leer ist. Ja, ah, ja genau, weil n ist auf jeden Fall mal drin. Ja? Ist nicht leer, weil n Element t von n. Also ich habe hier zumindest mal eine nicht leere Teilmenge der natürlichen Zahlen. So, jetzt müssen wir sicherstellen, dass es darin dann auch ein kleinstes Element gibt, in dieser Menge, Tn ohne 1. So, und jetzt machen wir einen kleinen Exkurs. Es gibt ein Prinzip auf die natürlichen Zahlen, das habe ich bislang noch verschwiegen. Das ist das sogenannte Wohlordnungsprinzip. Das Wohlordnungsprinzip besagt, in jeder nicht leeren Teilmenge der natürlichen Zahlen gibt es ein kleinstes Element. Sie nehmen irgendeine Teilmenge von natürlichen Zahlen, die nicht leer ist. Irgendeine, und dann gibt es da drin immer ein kleinstes Element. Das liegt daran, weil wir die natürlichen Zahlen nach dem Peano-Axiom so aufgebaut haben, dass sie in einer Kette liegen. Und wenn ich mir irgendeine Teilmenge daraus nehme, gibt es da immer ein kleinstes Element. Das nennt man das Wohlordnungsprinzip. Und das können wir hier anwenden. Dann gibt es nach dem Wohlordnungsprinzip eine kleinste Zahl in Tn ohne D1. Diese sei D. Die nennen wir jetzt mal D. So. Jetzt müssen wir zeigen, also wir wissen jetzt, es gibt auf jeden Fall mal diese kleinste Zahl. Es gibt einen kleinsten Teiler außer der 1. Und jetzt müssen wir zeigen, d ist Element der Primzahlen. Diese kleinste Zahl, die in dieser Menge drin steckt, ist eine Primzahl. Jetzt zeige ich Ihnen, ich glaube zum ersten Mal im Rahmen dieser Veranstaltung, eine spezielle Beweisform. Nämlich den sogenannten indirekten Beweis. Wie funktioniert der indirekte Beweis? Sie wollen etwas zeigen. Dann gehen Sie mal vom Gegenteil aus. Sie nehmen mal an, das, was Sie zeigen wollen, gilt nicht. Und dann arbeiten Sie und stellen irgendwann fest, da stimmt was nicht. Sie führen das zu einem Widerspruch. Das nennt man einen Widerspruchsbeweis oder einen indirekten Beweis. Also, ich will zeigen, d ist eine Primzahl. Ich gehe mal davon aus, was ist, wenn d keine Primzahl ist. Und dann zeige ich, dass das nicht sein kann.
Also, indirekter Beweis funktioniert so: Ich will A zeigen. Das soll ich zeigen, eine Aussage A. Ich gehe mal davon aus, dass nicht A gilt, also das Gegenteil, und dann zeige ich, dass das nicht sein kann. Und nicht nicht A ist A. Guten Morgen. Also, wir wollen zeigen, D ist eine Primzahl. Gehen wir mal davon aus, D ist keine Primzahl. Was gilt denn dann, wenn D keine Primzahl ist? Ja? Sie hat mehr als zwei Teile. Genau. Also nicht nur 1 und D, sondern auch zum Beispiel zwei weitere mindestens, ne? A und B. Also 2 könnte sein. Auf jeden Fall mal zwei weitere, A und B. Es hat mindestens mal einen weiteren Teiler und der braucht einen Komplementärteiler. Ja? Genau, Sie haben die Struktur des Beweises schon erkannt. D hat dann sozusagen selbst einen Teiler, der wiederum Teiler von N ist und damit war D nicht der kleinste Teiler. Darauf läuft es hinaus, genau. Also wenn D keine Primzahl ist, dann heißt das, dann existieren A und B Element der natürlichen Zahlen ohne 1 und D mit A mal B gleich D. Dann existieren mindestens mal zwei weitere Zahlen, die miteinander multipliziert D ergeben. A mal B gleich D bedeutet aber A teilt D und B teilt D. Eins von beiden, also beide teilen D. Das ist die Definition von Teilbarkeit, ne? A teilt D genau dann, wenn A mal B gleich D. A teilt D, außerdem wissen wir, D teilt N. Und wir wissen, A, B ist kleiner als D. Sonst würden sie die nicht teilen. Teiler sind immer kleiner. Daraus folgt, mit der Transitivität der Teilbarkeitsrelation A teilt D und D teilt N, also wenn A D teilt und D N teilt, dann teilt A auch N, mit, und wir wissen, A kleiner D und D ist kleiner N, folgt auch A kleiner N. Na, schauen wir hier mal außerdem hin. Wir wissen also jetzt, A teilt N. Also D ist keine, wir nehmen an, D ist keine Primzahl. Dann gibt es eine weitere Zahl A, die D teilt. Damit teilt A auch N. A muss aber kleiner sein als D, damit ist A auch kleiner als N. Das heißt, A teilt N und A ist kleiner als D. Kleiner als N brauchen wir gar nicht als Argument eigentlich. Es folgt im Prinzip daraus, wenn A N teilt und A kleiner D ist, dass D nicht das kleinste Element gewesen sein kann. D kann nicht der kleinste Teiler gewesen sein. Wenn D keine Primzahl ist, dann gibt es noch einen weiteren kleinen Teiler. Einen kleineren Teiler. Daraus folgt, D kann nicht das kleinste Element in Tn ohne 1 gewesen sein. Das brauchen wir nicht hier. Das klammere ich mal ein. Wir wissen, A teilt N und A ist kleiner D. Also ist A in dieser Menge da drin. A ist in dieser Menge da drin, weil A N teilt und A ist kleiner D. Also kann D nicht das kleinste Element gewesen sein in Tn ohne 1. Das ist ein Widerspruch.
Wir haben also die Annahme, dass d keine Primzahl ist, zu einem Widerspruch geführt, zu einer Unmöglichkeit. Also muss diese Annahme hier falsch sein. Also folgt daraus, d muss eine Primzahl sein. Bewiesen. So, machen Sie darüber mal kurz Gedanken, während ich die Tafel wische. Jetzt können wir den Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie beweisen. Sie erinnern sich? Der Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie besagt, dass für jede natürliche Zahl größer gleich 2 eine eindeutige Primfaktorzerlegung existiert. Und dass etwas Eindeutiges existiert, zeigt man in der Mathematik so. Man zeigt erstmal, dass überhaupt eine existiert. Mindestens eine. Existenz heißt ja immer mindestens eins. Man zeigt also erstmal die Existenz und anschließend zeigt man, dass das, was existiert, eindeutig ist, dass es dann nur genau eins geben kann. Also man zeigt praktisch erstmal, es gibt mindestens eins, dann zeigt man, es gibt maximal eins und mit mindestens eins und maximal eins hat man gezeigt, es gibt genau eins. Logo, ne? So. Wir zeigen jetzt also mal, es gibt mindestens eine Primfaktorzerlegung. Sei n Element n ohne 1. So, und jetzt nehmen wir den Satz des kleinsten Teilers, um zu zeigen, dass es mindestens eine Primfaktorzerlegung gibt. Und wir verwenden hier eine sogenannte Fallunterscheidung. Primfaktorzerlegung ist im Prinzip auf 2 Fälle definiert, nämlich einmal n ist eine Primzahl und n ist keine Primzahl. Und genau das verwenden wir jetzt beim Beweis. Fall 1, n ist Primzahl. Dann bin ich fertig. Lalala, der war einfach. Ja? Dann hat n nämlich eine Primfaktorzerlegung. Nämlich sich selbst. Fall 2, n ist keine Primzahl. Damit habe ich alle beiden Fälle abgedeckt, ne? Dann kann ich Folgendes machen. Wenn n keine Primzahl ist, dann weiß ich, daraus folgt, es existieren D1 und Q1, nenne ich sie mal, Element der natürlichen Zahlen ohne W1. Mit D1 mal Q1 ist gleich N. Und ich sage gleichzeitig dabei, D1 ist das kleinste Element in Tn ohne die 1, also D1 Element P. Wenn n keine Primzahl ist, dann wende ich den Satz vom kleinsten Teiler an und sage, wenn n keine Primzahl ist, dann nehme ich mir diesen kleinsten Teiler von n, nehme den Komplementärteiler, sage n ist gerade dieses D1 mal Q1 und ich weiß, D1 ist eine Primzahl. D1 ist der kleinste Teiler, lässt sich nicht weiter zerteilen und ist eine Primzahl. Dann betrachtet man sich, betrachte Q1. Jetzt gucken wir uns Q1 an. Fall 1. Q1 Element Primzahlen. Dann wissen wir, okay, dann ist n gleich D1 mal Q1 PFZ von n. Also wenn Q1 eine Primzahl ist, dann habe ich mit dem kleinsten Teiler D1 und Q1 bereits eine Primfaktorzerlegung gefunden. Fall 2,
zwei Nicht-Element-Primzahlen? Q1 natürlich, klar. So. Dann verfahre, schreibe jetzt mal hin wie oben. Das heißt, es existieren D2 mal Q2 ist gleich Q1. Ja? Also wenn Q1 keine Primzahl ist, dann gibt es wieder einen kleinsten Teiler von Q1, der Primzahl ist, und dann Komplementärteiler dazu, Q2. Ich schreibe das jetzt mal hier nicht in aller Ausführlichkeit auf, sondern ich argumentiere mehr hier. Ich kann also das Q1, wenn es keine Primzahl ist, wieder genauso zerlegen wie mein n hier oben, in einen kleinsten Teiler, der Primzahl ist, und Q2. Ja? Muss es das sein? Oder kann es auch ein anderes sein? Ich gebe ein Beispiel, wenn wir die 12 teilen, wäre der kleinste eine 2, also könnte ja auch die 3 sein. Ja, okay, sagen wir so, es könnte auch ein anderer Primfaktor sein, genau, aber bei dem weiß ich im allgemeinen Fall nicht, dass es ihn gibt. Ich weiß aber mit dem Satz vom kleinsten Teiler, dass es auf jeden Fall mal der kleinste Teiler eine Primzahl ist. Das weiß ich, also nehme ich mir den. Man könnte natürlich rein theoretisch auch einen anderen nehmen, aber da weiß ich nicht, ob es ihn gibt. Im allgemeinen Fall weiß ich aber den kleinsten Teiler, die Primzahl, kleinster Teiler, die gibt es. Und die nehme ich. So. Das bedeutet, und Sie sehen die Struktur, das geht immer so weiter. Ne? Letztlich ist hier nämlich dann n gleich D1 mal D2 mal Q2. Und dann nimm dir das hier, schau dir das an. Da gibt es wieder zwei Fälle. Primzahl, fertig. Wenn es eine Primzahl ist, fertig. Wenn es keine Primzahl ist, dann zerlege Q2 wieder in den kleinsten Teiler und so weiter und so weiter. Und Sie wissen auch, dass die Qs jeweils immer kleiner werden. Das Q1 ist kleiner als n. Das Q2 ist kleiner als Q1. Wir haben also mit diesen Qs eine Folge, die immer echt kleiner wird. Und da wir uns in natürlichen Zahlen bewegen, muss das irgendwann enden. Wenn wir uns in den ganzen Zahlen befinden würden, dann könnte es unendlich lang kleiner werden. In natürlichen Zahlen ist aber spätestens mal, also allerspätestens bei der 1 Schluss. Aber die erreichen wir gar nicht, weil wir immer sozusagen immer aus den Zahlen größer gleich 2 schöpfen. Das heißt, bei 2 ist spätestens Schluss. So, das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Primfaktorzerlegung. Die kann ich finden, indem ich immer den kleinsten Teiler nehme und ausfaktorisiere und vom Rest wieder den kleinsten Teiler rausfaktorisiere. Also praktisch genau das, was Sie vorhin gemacht haben, als Sie die Primfaktorzerlegung 920 gefunden haben. Ich habe nichts anderes gemacht hier, als das, was Sie vorhin gemacht haben, zu formalisieren. Ich habe bewiesen, dass das geht. Ich habe immer den kleinsten rausgenommen, hier oben, oder Sie haben immer die kleinste Primzahl rausgenommen und rausfaktorisiert. Und das ist das Prinzip hier, das hier in dem Beweis zum Tragen kommt. Ja? Kann man jetzt sagen, dass es nur eine gibt, eine Primfaktorzerlegung schon daran, oder muss man jetzt nochmal? Genau. Nein, daran, also die Frage ist, ob man daran jetzt schon sagen kann, dass es nur genau eine gibt. Nee. Ich habe jetzt hier gezeigt, wie ich eine finden kann. Das heißt, ich weiß, existiert eine. Ich weiß aber nicht, dass es nicht noch eine andere gibt. Vielleicht könnte ich mit einem anderen Verfahren eine andere finden. Das weiß ich noch nicht. Insofern muss ich jetzt in einem zweiten Teil des Beweises zeigen, dass es genau eine geben kann. Okay, es gibt im Buch noch einen weiteren Beweis, einen Induktionsbeweis, den habe ich gestern vorgeführt in der Vorlesung, allerdings bin ich dann nicht fertig geworden. Ich würde gerne mit dem Hauptsatzbeweis fertig werden heute, deswegen lasse ich den Induktionsbeweis, das ist nur ein alternativer Beweis, ist hierfür weg. Einer langt ja, Sie können es ihn aber mal durchlesen, aus Interesse, sage ich mal. Ja? So, jetzt schaue ich mal gerade auf die Uhr, 15 Minuten, das reicht mir noch. Also 12 Minuten. Okay. So, jetzt
müssen Sie vollste Konzentration zeigen. Und ich auch. Sie müssen ganz still sein, ich muss mich konzentrieren. Ja, das ist so wie im Zirkus. Bei den spannenden Teilen muss man total ruhig sein, damit der Artist sich konzentrieren kann. Nein, Quatsch. Also, okay, das ist aber wirklich ein komplizierter Teil jetzt. Da müssen Sie versuchen, mal Schritt für Schritt mitzudenken. Wir wissen jetzt, es gibt auf jeden Fall mal eine Primfaktorzerlegung. Jetzt wollen wir zeigen, dass es genau eine gibt. Wie zeigt man, dass es genau eine gibt? Macht man häufig auch so. Ja? Ich nehme an, es gibt eine zweite und zeigt, dass es nicht stimmt. Genau. Indirekter Beweis. Wir nehmen an, es gibt mehr als eine. Und dann zeigen wir, dass es zum Widerspruch führt. Also gehen wir mal davon aus, es gibt zwei Primfaktorzerlegungen. Oder anders gesagt, gehen wir mal davon aus, es gibt eine Menge von natürlichen Zahlen, aufgepasst, es gibt eine Menge von natürlichen Zahlen, die mehr als eine Primfaktorzerlegung haben. Ich habe also alle natürlichen Zahlen und ich greife mir mal all die raus, die mehr als eine Primfaktorzerlegung haben. Dann wissen wir, also ich habe jetzt eine nicht leere Teilmenge der natürlichen Zahlen, ich gehe davon aus, die gibt's. Ich habe eine nicht leere Teilmenge der natürlichen Zahlen, in denen nur Zahlen sind, die mehr als eine Primfaktorzerlegung haben, also zwei, drei oder mehr Primfaktorzerlegungen. Dann gibt es nach dem Wohlordnungsprinzip eine kleinste. Dann gibt es eine kleinste natürliche Zahl, die mehr als eine Primfaktorzerlegung hat. Ja? Klar, Sie haben die Menge der natürlichen Zahlen. Vielleicht haben die ersten paar jeweils nur eine Primfaktorzerlegung, aber irgendwann kommt mal die erste, die kleinste, die mehr als eine Primfaktorzerlegung hat. Und die betrachten wir jetzt. Sei n die kleinste natürliche Zahl mit mehr als einer Primfaktorzerlegung. Dann hat n mindestens mal 2. Und die schreiben wir mal auf. N ist gleich P1 mal P2 mal Punkt, Punkt, Punkt mal PK. Das sei aber die erste Primfaktorzerlegung von n. Und dann gibt es noch eine zweite. N ist gleich Q1 mal Q2 mal und so weiter mal QL. Und jeweils mit PI und QJ Element der Primzahlen. Also ich nehme jetzt so eine Primfaktorzerlegung PI, das sind PIs und dann habe ich noch die QJs. Als zweite Primfaktorzerlegung natürlich sind die Ps und die Qs aus den Primzahlen, sonst wäre es ja keine Primfaktorzerlegung. Jetzt weiß ich, die Ps und die Qs müssen alle paarweise verschieden sein. Es kann kein PI gleich einem QJ sein. Denn, also ich weiß, für alle, na, schreib's mal nicht ganz so formal hin. PI und QJ paarweise verschieden. Nebenüberlegung. Angenommen, es gäbe irgendein PI und ein QJ, das gleich wäre. Also hier ist irgendeins, hier ist irgendwo die 3 drin und da ist auch irgendwo die 3 drin. Ein PI und ein QJ sind gleich. Wenn das der Fall wäre, könnte ich das Folgende machen. Ich könnte n durch PI teilen oder n durch QJ teilen. Na, das sieht I und das sieht alles gleich aus, gell? So. Ich könnte N durch PI teilen und ich könnte N durch QJ teilen. Wenn beide gleich wären, wäre das Ergebnis auch gleich. Dann hätte ich aber sowas wie ein P1 mal P2 mal und so weiter mal PI minus 1 mal PI plus 1. Ich habe das PI rausgenommen,
mal und so weiter, mal P. K ist gleich Q1 mal Q2 mal, ich habe das QJ rausgenommen, also gibt es noch ein QJ minus 1 und ein QJ plus 1. Mal bis QL. Ich könnte also mein N durch diesen kleinen gleichen Primfaktor teilen und würde eine Zahl rauskriegen, die zwei unterschiedliche Primfaktorzerlegungen hätte, die aber kleiner wäre als N. Das kann aber nicht sein, weil ich habe ja gesagt, N ist die kleinste Primzahl, die kleinste natürliche Zahl mit zwei Primfaktorzerlegungen. Nochmal, wenn N die kleinste natürliche Zahl ist mit zwei verschiedenen Primfaktorzerlegungen, dann können hier keine zwei Primfaktoren gleich sein. Wären sie das, könnte ich N durch diese Primfaktoren jeweils teilen und würde eine Restprimfaktorzerlegung jeweils erhalten. Und das, was rauskommt, ist kleiner als N und hat zwei unterschiedliche Primfaktorzerlegungen. Das geht aber nicht, weil ich habe ja gesagt, N ist die kleinste Zahl mit zwei verschiedenen Primfaktorzerlegungen. Also folgt daraus, die Primfaktorzerlegung PI und QJ müssen alle unterschiedlich sein. Ja. Wenn ich schreiben würde, ah, gute Frage, warum schreibt man paarweise und nicht alle? Wenn ich sagen würde, die Ps und die Qs sind verschieden, könnte ich auch meinen, die unterscheiden sich mindestens durch 1. Ich will aber, dass sie paarweise verschieden sind. Ich nehme irgendeins hier raus und irgendeins da, die ist unterschiedlich. Und ich kann mir irgendein anderes sehen, wieder eins sind auch unterschiedlich. Das heißt, es gibt keine gleichen hier in der einen oder anderen Zerlegung. Okay. Jetzt mache ich Folgendes. Ich weiß, die sind verschieden, die PIs und die QIs. Also unterscheiden sich auch P1 und Q1. Es unterscheiden sich auch P1 und Q1. Und jetzt ist also eins von beiden kleiner. Entweder ist das P1 kleiner oder das Q1. Und da sagt man, kann man mal Folgendes machen, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, ganz wichtige Abkürzung, nehmen wir an, P1 kleiner Q1. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir mal an, dass P1 kleiner ist als Q1. Es könnte auch sein, dass Q1 kleiner ist als P1, aber dann bezeichnen Sie einfach diese als P und die anderen als Q. Ja, Sie können ja die beiden Primfaktorzerlegungen so hinschreiben, dass Ihr P1 kleiner ist als Ihr Q1. Oder Sie führen den Beweis nochmal mit Q1 kleiner P1 und da kommt aber letztlich das Gleiche raus, nur Umbenennung. Fertig. Gut. Jetzt bilde ich mal ein Produkt, Quatsch. Ah ja. Jetzt bilde ich mal drei Zahlen. A sei mal N durch P1. Ich teile N durch P1 und kriege eine Zahl A. Die ist dann dementsprechend natürlich P2 mal bis PK. Und ich bilde eine Zahl B, N, durch Q1 ist gleich Q2 bis QK. Ja? So. Und jetzt, und okay, das ist natürlich jetzt eine Sache, da kommt man von selbst erstmal so nicht drauf, gell? Da braucht man lange, um da drauf zu kommen. Bitte? QL, richtig, haben Sie recht, Entschuldigung, QL. Ich mache das Folgende. Ich nehme jetzt mal N und ziehe P1 mal B ab. Hä? Okay, das ist ein Trick. Ja, werden Sie gleich sehen. B ist ja Q2 mal QL. Das heißt eigentlich, wenn ich B mit Q1 multiplizieren würde, würde ich auf N kommen. B mit Q1 multipliziert, B mit Q1 multipliziert ist N. Wenn ich B mit P1 multipliziere, kommt irgendwas raus, was kleiner ist als N. Denn P1 kleiner Q1. Wenn
Wenn ich B mit Q1 multiplizieren würde, käme N raus. Wenn ich B mit P1 multipliziere, kommt was Kleineres als N raus, weil P1 kleiner ist als Q1. Also ist N minus dem hier auf jeden Fall mal größer 0, aber kleiner N. 0 kleiner C kleiner N. B mit Q1 multipliziert wäre N. B mit P1 multipliziert ist was Kleineres als N, weil P1 kleiner ist als Q1. Und wenn ich das dann von N abziehe, ist die Differenz auf jeden Fall mal größer 0. Außerdem weiß ich, A ist kleiner als N und B ist kleiner als N. Ja, weil ich jeweils durch was geteilt habe, N. Das heißt aber, sowohl A als auch B als auch C, diese drei komischen Zahlen da, haben alle eine eindeutige Primfaktorzerlegung. Denn sie sind kleiner als n. Und n ist ja bekanntlich die kleinste Zahl mit keiner eindeutigen Primfaktorzerlegung. Also a, b, c haben eindeutige Primfaktorzerlegung. So, und jetzt gucke ich mir das c mal genauer an. Jetzt gucke ich mir das C mal genauer an. Das C ist ja N minus P1 mal B. Ja? Und das N ist ja zum einen mal P1 mal A. N ist P1 mal A. So, das C ist also P1 mal A minus P1 mal B. Und dann kann ich P1 ausklammern, ist C P1 mal A minus B. Außerdem, wenn ich nochmal von vorne anfange, n ist P1 mal B, n minus P1 mal B ist C. Jetzt ist das n auch Q1 mal B. N ist Q1 mal B minus P1 mal B ist dann das C. Ja, ich habe n einmal ersetzt durch P1 mal A und einmal durch Q1 mal B und jeweils P1 mal B abgezogen. Jetzt kann ich das hier, da kann ich B ausklammern, ne? Q1 minus P1 mal B. Ich habe C auf zwei verschiedene Arten und Weisen zerlegt. Das heißt doch, P1 mal A minus B ist gleich Q1 minus P1 mal B. Beides ist ja C. Also ist das obere gleich dem unteren. Wenn ich das hier so hinschreibe, heißt das, P1 mal irgendwas ist das hier. Das heißt, daraus folgt, P1 teilt Q1 minus P1 mal B. Ich habe zwei unterschiedliche Zerlegungen für C gefunden, zwei unterschiedliche multiplikative Zerlegungen und da das hier multiplikativ ist, P1 mal irgendwas, weiß ich, P1 teilt das da. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, dann muss sie entweder den linken oder den rechten Teil teilen, weil die Primzahl an sich nicht mehr zerlegt werden kann. P1 teilt aber nicht B. P1 teilt nicht B, denn B ist das Produkt Q2 bis QL. Und wir haben gesagt, die Qs sind unterschiedlich von den Ps. P1 kann B nicht teilen, weil B bereits eine Primfaktorzerlegung, hier diese eine eindeutige Primfaktorzerlegung hat und die besteht nur aus Qs. B ist kleiner als N. B hat eine eindeutige Primfaktorzerlegung, die besteht nur aus den Qs und die sind alle unterschiedlich von den Ps. Das heißt, P1 kann B nicht teilen. Also muss doch P1 das da teilen. Daraus folgt,
P1 teilt Q1 minus P1. Wir wissen also, P1 teilt P1 oder machen wir es mal anders, wir wissen, P1 teilt Q1 minus P1. Na, P1 teilt Q1 minus P1 und wir wissen auch, P1 teilt P1. Und daraus folgt, und das haben Sie auch bewiesen in der Übung, wenn eine Zahl A eine Zahl B teilt und eine Zahl C teilt, dann teilt sie auch B plus C. Schreibt das mal hier hin. Wenn ST teilt und SU teilt, dann folgt daraus, dass S auch T plus U teilt. Das ist zu beweisen der Übung. Das heißt jetzt hier, wenn P1 das teilt und P1 das teilt, dann folgt daraus, dass P1 auch Q1 minus P1 plus P1 teilt. Und daraus folgt, dass P1 Q1 teilt. Kann aber nicht sein. P1 kann Q1 nicht teilen. Das sind beides Primzahlen, die unterschiedlich sind. Widerspruch. Hier ist der Blitz. Kavum. So. Widerspruch. Bin ich exakt fertig geworden? Nee, oder? Überzogen. Überzogen sogar. Sie sind ganz. Oh, 5 Minuten überzogen. Sie sind brav sitzen geblieben. Super. Vielen Dank. Okay. Eine Kleinigkeit noch. Lesen Sie sich. Nee, warten Sie mal. Haribo für alle, genau, ja. Ja, kommen Sie. Hier. Lesen Sie sich das Kapitel 2.1. Das Kapitel 2.1 und 2.2 durch, denn da wird das nochmal genau beschrieben und wir haben hier noch eine kleine Ungenauigkeit drin. Die wird dort auch beschrieben. Ja? Vielleicht haben Sie schon entdeckt, was hier ungenau ist, aber wenn nicht, dann lesen Sie es nach. Bis nächste Woche und holen sich Gummibärchen ab hier vorne.